Kurz bei Stadtrand, willkommen in der City. Mercedes testet als großer deutscher Autohersteller ein neues Konzept der Kundengewinnung. Ergebnis ist Deutschlands erster Mercedes-Me-Store an Hamburgs Binnenalster. Das Rezept? Weniger Auto, mehr Erlebnis rund um die Marke. Also haben wir zum Beispiel jeden Monat einen sogenannten Host hier in der Me, der seine Zielgruppen mitbringt zu der jeweiligen Veranstaltung. Das kann sein über ein Fashion-Event hin zu einem Musikkonzert bis hin zu Poetry Slam, was wir hier auch veranstalten. Events und technische Raffinessen verkaufen keine Autos. Daher gibt es auf rund 350 Quadratmetern neben einem Café mit Snacks im hinteren Bereich eine geschlossene Lounge. In Schubladen verbergen sich Leder- und Lackvarianten für den künftigen Sternfahrer. Bei so viel virtueller Technik muss ein bisschen Haptik schließlich sein. Ein Konzept, das sicherlich nicht jedem schmecken wird. Der durchschnittliche Daimler-Neuwagenkäufer ist 55 Jahre alt. Mercedes ist dennoch überzeugt, gerade in Hamburg auf offene Ohren zu stoßen. Hamburg ist einfach die zweitgrößte Stadt Deutschlands und auch immer wieder ein Punkt, an dem viele Trends entstehen, Trendbewusstsein sehr hoch ist, wo sehr viel kreative Menschen leben und auch die Menschen offen sind für neue Dinge. Und das ist mitunter auch ein Grund, weshalb wir uns entschieden haben, hier in Hamburg den ersten Me-Store zu eröffnen. Zudem schließt sich für Daimler ein Kreis, denn vor rund 100 Jahren gab es an fast derselben Stelle ebenfalls ein Autohaus mit dem Stern.